Also einmal korrupt ist und sozial ist Dr. Angela Merkel. Sie hat den letzten Schrittanfall gehabt. Wahrscheinlich war es ein bisschen kalt. So mit Damenkleidern in der Kälte raus. Da hat sie auch verschlottert. Aber ich glaube, es geht ihr gut. Sie nimmt kein Alkohol, keine Drogen, keine Zigaretten, nichts. Sie lebt gesund und tut Flüchtlinge aufnehmen. Ich habe schon gehört, dass sie junge, schwarze Flüchtlinge lieber hat, weder weibliche Flüchtlinge. Aber das ist ja ihr gut geschrieben, gell? Sie darf das schon haben. Also wenn sie auf junge, schwarze Flüchtlinge